Hallo zusammen, heute sind wir mal einmal im Juragebiet unterwegs, also im Jurabogen, und zwar in Solothurn am Eulengrat. Das ist ein sehr beliebter Grat und hat um die 9 Seillängen angezählt. Es ist im mittleren Schwierigkeitsbereich oder sogar eher unteren, aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen, weil unten dran hat uns eine Anwohnerin gesagt, es ist fast jedes zweite Wochenende ein Helikopter da am Fliegen, weil irgendjemand wieder blockiert ist und nicht mehr weiter traut. Also ich glaube, das wird von Anfängern auch noch recht unterschätzt hier, darum aufgepasst, aber ich hoffe jetzt, dass sie uns nicht mehr rausholen müssen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die wirklich schöne Meerseillänge. Ich habe die schon zweimal gemacht und recht positive Erinnerung. Schauen wir mal. Livia startet jetzt hier schon mal. Viel Spass mit dem Film und wenn es euch gefällt, Daumen rauf. Bis später. Das ist der Tom, Sportlehrer aus Zürich. Klettert nie, aber es ist eine Maschine. Alle Angaben ohne Gewehr. Nachmachen auf eigene Gefahr. Informiere dich beim Klettern immer über die richtige Routenwahl und schätze das Können von dir und deiner Kletterpartner richtig ein. Schau mal die Aussicht da. Hey. Hier am Bossartwändli und hier unten haben wir es eigentlich auch müssen klettern. Auf dem Topo vom Plaisir ist es eher durchlaufen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ohne Gewehr natürlich, aber wir mussten jetzt auch ein bisschen locker raufklettern und jetzt sind wir hier am Fuß vom Bossartwändli. Hier oben im Bossartwändli sind wir vorne zu weit hochgelaufen. Man muss hier eigentlich gerade den Abend zu der Leiter dort. Es waren 3 schöne Meter unten dran dort. So, jetzt haben wir hier 3 Routen, 5A, 5C und 6A+. Plus. Ich gehe jetzt mal nicht rauf schauen, aber es sieht noch recht giftig aus. Ja, ich probiere es mal.
Ja, jetzt kannst du mich straff nehmen, gell? Adi, ja. Hast jetzt den guten Griff? Stand! So, das war es vom Eulengrat. Schön habt ihr reingeschaut. Und ich tue euch am Schluss noch ein weiteres Film verlinken. Und zwar das vom Salbit-Skien Südgrat. Das ist ein uraltes Film. Den möchten wir vielleicht das Jahr auch noch einmal machen, weil da haben wir die Gipfelnadeln nicht gemacht und es ist einfach eine wunderbare Kletterei. Könnt ihr euch am Schluss noch reinziehen und dann, ja, coole Sache gewesen, wirklich. Weniger Verkehr gewesen, als ich erwartet habe. Wir haben da zwar schon ein paar andere Seilschaften gesehen, aber insgesamt muss ich sagen, ist es doch nicht nur recht human gewesen, weil ich habe gedacht, weil es hier schön Wetter ist und im Rest der Schweiz eben nicht, dass da mehr Andrang ist heute. Und es ist Sonntag, von dort her, ja, hätte jetzt gedacht, dass es da mehr abgeht heute. Aber die Kletterei war super gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt laufen wir wieder ab. Herzlich fürs Einschalten. Tschüss zusammen.